Es wird wieder deutlich nasser in Deutschland. Zunächst ist es wechselhaft und bewölkt am Dienstag mit einzelnen Schauern. Am Abend setzt dann im Südwesten der Regen ein. Im Schwarzwald kommt es dabei sogar zu Dauerregen, der bis Mittwochmittag anhält. Oberhalb von 1000 Metern kommt es in der Nacht gleichzeitig zu Schneefall. Die Niederschlagsmengen im Schwarzwald liegen zwischen 30 und 40 Litern pro Quadratmeter.